meine Damen und Herren, aus den Satori-Sälen in Köln, Kölle Alaaf, die Mädchensitzung. Durch die Sitzung führt die bezaubernde Sitzungspräsidentin Martina Kratz. Live Mädchen im Saal, liebe Zuschauer zu Hause an den Geräten, herzlich willkommen zur traditionellen ZDF-Mädchensitzung mitten aus dem Herzen der Stadt, mitten aus dem Zentrum des Karnevals, aus dem wunderschönen Satori-Saal. Stelle alles ob der Kopf. Unter diesem Motto erleben wir heute zu Weiberfastnacht, 4 Tage vor unserem höchsten Kölner Feiertag, dem Rosenmontag, einen Abend voller kölscher Lebensart und kölscher Lebensfreude. Und nun beginnen wir das Programm traditionsgemäß mit einer Kinder- und Jugendtanzgruppe. Erfreuen wir uns alle am Tanz der Hüppemützja!
Kinder- und Jugendarbeit kann sich wirklich sehen lassen. Das schreiben wir im Kölner Karneval ganz groß. Und das haben die Pens von den Hüppemützier hier wirklich fantastisch gemacht. Wir rufen aus, ein erstes Mal auf die Hüppemützier, dreifach von Hetze, Kölle! Hüppemützier! ZDF! Ja, Lef Hüppemützier, Orden und Strüßier, holt euch hinten, ich bitte um den Ausmarsch. Musik und lustige Reden gehören immer auf die Karnevalsbühne. Und unser nächster Redner, der verbindet sogar beides. Charmant berichtet er von Begebenheiten und gekonnt überrascht er uns mit einer musikalischen Darbietung. Hier ist er nun, Christian Pape. Hallo zusammen. Ich wusste das, bei der ZDF-Mädchensitzung hat man noch Anstand, da wird noch zurückgegrüßt. Stefan, pass auf. Hallo. Und das ist gar nicht selbstverständlich. Das ist die Haltung des Rheinländers, wie sagen wir immer so schön, et küt wie et küt und et hätt noch immer. Beispiel, meine Frau Silvia, rheinisches Mädchen, wurde jetzt von der Polizei angehalten. Sagt der Polizist, Führerschein. Sagt Silvia, och, hab ich vergessen. Sagt der Polizist zu Hause, sagt Silvia, nee, zu machen. Jetzt kam sie nach Hause, Stefan, ich bring das einfach, ist egal. Wir waren in Düsseldorf, da habe ich das erzählt, hat kein Mensch verstanden. Man muss ein bisschen nachdenken, Köln, ich setz auf euch. Silvia kommt nach Haus, regt sie sich auf, sagt sie, dieser Idiot im Parkhaus. Erst nimmt er mir die Vorfahrt, dann klaut er mir die Parklücke und jetzt ist auch noch sein Lack an meinem Autoschlüssel. Wir sind schlagfertig. Guck mal, wenn wir Rheinländer an der Ampel stehen, vor uns hat jemand die Grünphase verschlafen. Wir hupen nicht. Nein, wir steigen aus, klopfen an seine Scheibe und fragen, Entschuldigung, war da jetzt keine Farbe für Sie dabei? Hier, jetzt vom Auftritt. Oh, vom Auftritt. Ich bin unter der Dusche bei mir zu Hause, mache das Wasser an, klingelt an der Tür. Ich raus, Handtuch umgebunden, klitschnass zur Tür, klitschnass. Ich denke, komm, ist egal, du wolltest heute sowieso noch mal feucht durch die Wohnung gehen. Steht da der Postbote. Können Sie das Päckchen für Ihre Nachbarin annehmen? Ich werfe eine Benachrichtigung ein. Alles klar. Zurück unter die Dusche, Wasser an, klingelt es wieder. Ich raus, Handtuch umgebunden, klitschnass zur Tür. Jetzt kommt's. Jetzt steht ein älteres Ehepaar und sagt zu mir, hören Sie mal, wollen Sie mit uns über Gott reden? Jesus lebt. Ich sag, oh, dann fällt ja dieses Jahr Ostern aus. Sagt der Pape, morgen ist Weltuntergang. Ich sag, morgen schon? Da muss ich langsam mal fertig werden mit Duschen. Tür zu! Moment! Zurück unter die Dusche, Wasser an, klingelt wieder. Ich raus, klitschnass zur Türe, steht da meine Nachbarin und sagt, Sie hätten sich auch mal ein Handtuch umbinden können. Ne?
So, und wenn ich dann nachts von dem Auftritt nach Hause komme, dann singe ich unsere Tochter Amelie immer in den Schlaf. Früher, Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her, sonst wird dich der Jäger holen mit dem. Jetzt ist Amelie 9 Jahre, jetzt ist sie ein großer Helene Fischer-Fan. Und deshalb singe ich jetzt, Fuchs, du hast die Gans gestohlen, abends am Bettchen immer so. Kein Jäger ist da, der Fuchs schreit Hurra und er schleicht durchs Gartentor. Es ist spät in der Nacht, die Gans wird nicht bewacht, ja und das kommt selten vor. Er schaut wie gebannt, jeder Muskel gespannt und dann mit Vollgas in den Stall. Die Gans liegt im Dreck, ihre Federn sind weg, ja so ist das nun mal. Jetzt bist du federfrei und du legst nie mehr ein Ei. Hast du denn vergessen, der Fuchs will dich essen und davon kriegt er nie genug. Jetzt bist du, der Fuchs hat Besteck dabei. Er darf nicht verweilen, er muss sich beeilen, um dich zu zerteilen. Denn du bist federfrei. Scheißegal. Yo! So, meine Damen, zum Abschluss, das möchte ich noch mit auf den Weg geben. Eine sehr gute Karnevalssitzung ist wie ein Mehrgänge-Menü. Als Vorspeise eine kräftige Hühnersuppe. Die hat ordentlich Kasala. Danach Räuberplatte, gute Kost vom Hausmann. Da ist für jede Couleur was dabei. Danach ein Steak, frisch vom Cat Baloo. Schön dekoriert mit Blum und Blümscher, mit dem Besten vom Metzger. Warum? Der kann's. Für die Frauen zwischendurch einen eisgekühlten Funky Mary. Männer sollten davon nicht zu viel trinken, sonst rumpelt das Stielchen. Und man kriegt so einen Knallkorb. Irgendwann fallen alle Hemmungen und dann gibt es nur noch Sekt oder Stelter. Und wer dann noch Hunger hat, bestellt eine halbe Hahn, Geschmacksrichtung Black Fuss, lecker Zwiebeln obendrauf, aber Vorsicht, das gibt schon mal Luftflotte. Und meine Damen, ich sage es euch, so ein Menü, das bring's. Mahlzeit. Und jetzt habe ich noch was für euch. Meine Frau und die Mama von Dr. Bimmermann, die machen uns gerade fit für den Haushalt. Kochen, putzen. Die haben uns eine Trainings-CD produziert mit den wichtigsten Übungen für die Hausarbeit. Und wir beide machen das jetzt mal vor. Stefan, es wird heiß, ja? Und euch allen, auch da hinten in der letzten Reihe, euch allen wünsche ich viel Vergnügen. Teller einräumen. Tasse, jump on it.
und zum Herd. Bitte wenden. Spinnentod treten. Schneller! Schneller! Dem Christian Pape und seinem Ein-Mann-Orchester Stefan Bimmermann ein dreifaches Kölle! Christian Pape! ZDF! Herzlichen Dank. Saal. Habt ihr Lust auf Musik? Habt ihr auch Lust auf gute Musik? Ja, dann habe ich etwas für euch. Hier sind Michael, Oliver, Kevin und Dominik. Hier sind die Jungs von Cat Blue. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Im November haben wir ein neues Album veröffentlicht und jetzt spielen wir euch eine Nummer aus diesem Album und zwar unsere brandheiße Sessionsnummer. Oh, ich stand total auf Tradition und deswegen firma fast immer und jedes Jahr immer, immer wieder. Wir leben da die Skelle mit jedem Augenblick. Hese zählt zum rechten Fleck. Ich sing so Yandy Alcamelle von Leon der weil ich für mich nichts verwerken. Mein Chaos und Harmonie, mein Glorie und Therapie, ne Liebe, die niemals vergeht. So wie Tradition hier lebt, weil mir Herz zu schlecht, weil es mich aus Metz, weil man niemals vergisst, weil es immer noch so ist. Singen mir die kölschen Lieder, sprechen mir die kölschen Sprach und mir dunnet immer wieder, Jahr für Jahr, mir dunnet immer, immer wieder. Wenn Rot und Wies zusammenkommt, ist das die Formel für Rettjöck, die wird uns schon von klein an injiziert. Mir greifen an, dann lebe ich auch damit sind soll jetzt fort, auch wenn man zu Hause neu verliert. Mein Chaos und Harmonie, mein Drohre und Therapie, ein Spruch, wie jeder versteht. Jetzt wird Tradition gelebt, weil mir Herz zu schlecht, weil es mich aus Metz, weil man niemals vergisst, weil es immer noch so ist. Singen mir die kölsche Leder, sprechen mir die kölsche Sprach und mir tunnet immer wieder, Jahr für Jahr, mir tunnet immer, immer wieder, immer, immer wieder, immer, immer wieder, immer, immer wieder, mir tunnet immer, immer wieder, immer, immer wieder, immer, immer wieder, Jahr für Jahr. Wut und Wies, Herz und Seele, kölsche Mädchen,
Mit und mit immer, immer wieder. Busemonda, wer der Bude Pfaffen aus. Bis euch schon mit Wurst. Mit und mit. Leder, sprechen mir die kölsche Sprache und mir dunnet immer wieder Jahr für Jahr, weil mir Hess zu schlecht, weil es mich ausmeckt, weil man niemals vergisst, weil es immer noch so ist. Singen mir die kölsche Leder, sprechen mir die kölsche Sprache und mir dunnet immer wieder Jahr für Jahr, mir dunnet immer, immer wieder. Immer, immer wieder, immer, immer wieder, immer, immer wieder, geht um mich. Immer, immer wieder, immer, immer wieder, immer, immer wieder, Jahr für Jahr, geht um mich. Immer, immer wieder, immer, immer wieder, immer, immer wieder, immer, immer wieder. Wir zünden die erste Rakete des Abends den Jungs von Cat Baloo. Leave Matche hier im Saal. An die Gewehre. Kommando 1, 2, 3, ab. Kommando 1, 2, 3, ab. Kommando 1, 2, 3, ab. Ganz herzlichen Dank den Jungs von Cat Baloo. Ohne dreifach von Etze, Kalle. ZDF! Noch viel Durchhaltevermögen, das Ende der Session naht. Der schönste Kapellmeister von Kölle. Er hat seine ganze Bagage wieder mitgebracht. Markus Quot. Lieber Markus, komm mal nach vorne. Ich möchte dich auch mal bützen und einen Orden gibt's natürlich auch. Und nun, ob ihr Pass, er, der Wort für Wort zu reimen fügt und köstlich uns dabei vergnügt, hat Aktuelles vorzutragen, wie auch normale Menschen fragen. So liebt man ihn, ist er bekannt. Applaus für Tuppes, der vom Land. So, da sind wir. Einen wunderschönen guten Abend zusammen, wie ist es euch? Noch viel zu leise. Wie ist es euch? Ja. Hier ist der Tuppes mit viel kölschem Klav, Fastelabend, Leifmätscher und Kölle. Ich freue mich, ihr Kündtropion, he boven ob der Bühne zu stehen, weil hier heut im Satori drin die schönsten Mätscher von Kölle sind.
Ach, wär ich nur ein einzig Mal ein schmucker Prinz im Kölsche Mädcher, Kölsche Junge sind im Herr J. Jotje. Und soll dich im Leben ein Mädel mal freien, darf's in Düsseldorf nicht geboren sein. Ja, ich frag mich oft, ihr Lieben, wo ist bloß die Zeit hier? Weil ein Jahr so schnell vergeht, wer hat an der Uhr gedreht? Ja, ich glaub, das ist der Trend. Die Zeit, die rast, die Zeit, die was leider nur zur Folge hat, statt an der Uhr dreht man am und stellt dann fest und ist geknickt, dass man selbst nicht mehr ganz richtig. Ich war schon so verwirrt, dass ich alles verjaß und Heiligabend im Kostüm in der Christmette saß. Das fiel auf, als ich bei Stille Nacht die Polonaise hab allein gemacht und der Pfarrer mir sagte, Konfetti sei toll, aber dass ich das nicht vorm Altar streuen soll. Außerdem könnte man es nicht bringen, in einer Kirche Heidewitzka zu singen. Und dass es bei Du sollst nicht Ehe brechen peinlich war, zu grölen, scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Später im Fernsehen war es dann so, lief die große Helene Fischer. Und was mein Interesse auf sich zog, wie dat Helene am Seil übers Publikum floh. Ich denk, das probierst du im Jürze nicht aus. Seit gestern bin ich aus dem Krankenhaus raus. Also wer sich jetzt fragt, was ist da passiert? Ich habe den großen Kronleuchter touchiert und bin dann, man muss es wortwörtlich so sagen, im Publikum bombenmäßig eingeschlagen. Als ich Zähne in den Händen hielt, hat die Saalkapelle erstens gespielt. Hast du de Zeng in der Häng, ja dann ist gewiss, dass du nicht Helene Fischer bist. Und danach atemlos durch die Nacht, der Tuppes ist in der Saal gekracht. Peter Maffay hat jetzt eine viel jüngere Frau. Der macht es wie Lothar Matthäus genau. Dem ersten Mann, man glaubt es nicht, der Payback-Punkte beim Standesamt kriegt. Die Katzenberger ist Mutter jetzt, rief im Kreissaal völlig entsetzt, als ihr Kind zuerst mit dem Po kam raus. Das sieht ja wie der Opa aus. Und als Fußballfan fragt man sich bloß, was ist da bei der FIFA los? Der Blatter Sepp auf seinem Thron, der Großmeister der Korruption. Ich sag, Josef Jung, was ist passiert? Sagt er, frag besser nicht, es lief wie geschmiert. Da soll sich noch mal einer wahren, was über den Kölschen Klüngel zu sagen. Hier bei mir gegenüber, gleich vis-à-vis, wohnt so eine Öko-Vollwert-Family. Und die haben zwei Blaren, die haben sie nicht all. Penelope Schanaya
und Bushido Pascal. Und an Halloween stunden die zwei vor der Tür. Als Makramee-Fledermaus und sungen mir für Süßes und Saures, das liegt uns heut fern, doch ein Gurkensmoothie, den nehmen wir gern. Ich sag, ihr hat's doch nicht mit all an der Pan. Ihr könnt ein paar Plätzchen aus Balsaholz haben und tut euch dann der Magen weh, 3 Liter Dinkel Abführtee. Weißt du, wir haben früher noch draußen gespielt, als man Stubenarrest für die Höchststrafe hielt. Heute werden die zur Strafe nach draußen geschickt, weil der Nachwuchs sonst nur am Computer rumklickt. Lief Mädchen, ne Kölsche, der singt, was keiner versteht, selbst nachts um 3. Wer ne Trömmelsche? Und blieb der ob der Zobrück stonn, ich möcht so Fosner. Vom Heimwiener Kölle, da singen wir dann, und dabei jedes Glück, die kein Heimat mir han. Die Sprach, die du sprichst, die verstonn ich zwar nit, aber komm, rutsch jetzt neuer und trink. Damit Völkerverständigung klappen kann, fangen wir mit Köln und Düsseldorf an. Der Düsseldorfer kippt nur noch Kölschen sich rein und der Kölner guckt tief in das Altbierglas rein. Und spätestens jetzt wird jedermann klar, dass die Herausforderung nie größer war. Aber ich bin der Meinung, das ist es wert, denn das Glück sich verstonnen, das ist niemals verkehrt. Mit Freunden an der Theke zu stonnen, das ist schöner als nur auf Facebook zu jonnen und sich wieder ins Dave in der Aure zu blicken, viel besser als nur ob gefällt mir zu klicken. Und ich Mädchen, hey, den sei gesagt, mat ich faste laufend wie immer parat. Zieh das schönste spitze Bützje an, mat ich Spaß und Freud und denkt immer dran, von Hetze zu Lache verringert die Falten und beim Schunkeln ne Armlänge Abstand zu halten. Und wenn es euch gefallen hätte, Applaus und Beifall wäre nett, dann müsst ihr euch auch nicht genieren, euch selbstkräftig zu applaudieren, weil ein Redner, der ist nur so gut, wie so ein fantastisches Publikum, was ihm zuhören tut. Danke für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön, feiert schön. Der Tuppes vom Land, Jörg Runge. Dir Tuppes sei ganz herzlich Dank. Wir lachten uns mal wieder krank. Für Kölsches Hetz und Kölsche Klav, dem Tuppes erdrehmal Kölle. ZDF. Festkomitee.
von Glanzlichtern im Kölner Karneval spricht, dann gehören Sie mit Sicherheit dazu. Mit Ihren wunderschön getexteten Liedern haben Sie sich weit über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Hier und jetzt gleich kommen 7 Mann, geballte kölsche Lebensfreude, auf die Bühne. Wir haben auf Sie gewartet und hier sind Sie nun endlich, die Black Fizz! Wow, wunderbar, Mädels, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Herrlich, das freut uns sehr. Ja, in der 46 Jahre, die wir mit Föß jetzt schon hier auf Kölns Karnevalsbühnen unterwegs sind, mussten wir zumindest 45 Mal jedes Mal zur Saison ein neues Karnevalslied kredenzen und schreiben. Das haben wir dann auch getan. Und auch jetzt für die 46. Session haben wir ein neues Lied für euch. Und das heißt, Fastelovend sind wir wieder da. Fastelovend sind wir wieder da. Und da blieb die nächste 100 Jahre so. Egal wo wir sind, hey, im Allerweg. Fastelovend sind wir wieder da. Ja, wenn der Musik spielt, uns gefällt, dann hält uns ja nix nie. Ganze Jahr, wo wir sind, hey, im Andering, Fastelovend sind wir wieder da. Wir haben je Glück, woanders auf der Welt, da fällt das Glück so vom Himmel zählt. Die erste Zig, die war dann auch ganz schön, es fehlt nur echte kölsche Töne. Das Gefühl mit ich kaputt, denn es hält mich jeden fort. Genau in dem Moment, da wird mir klar. Fastelovend sind wir wieder da. Und da blieb die nächste 100 Jahre zu. Egal wo wir sind, hey Mann, Fastelovend sind wir wieder da. Ja, wenn du Musik sich da dran, dann mal hey, ein anderer aus sich an. Es schmeckt nicht so wie früher bei der Mann. Frikadelle und Äpfelust auf Mann. Und wenn am Abend dann der Mond am Himmel steht, dann weiß man, dass der auch in Köln leuchten geht. Genau in dem Moment, da wird dir klar. Nee, wie jetzt auf der Heim und ich träume mich zurück nach Köln. Hey, an der Ring, mich von der Wiedersehen, ja, Fastelovend bin ich wieder da. Fastelovend sind wir wieder da. Und da blieb die nächste 100 Jahre so. Egal wo wir sind, hey, an der Ring, Fastelovend sind wir wieder da. Ja, wenn der Musik für Stimmung und Wohlklang in jedem Saal. Und ihr habt auch hier wieder restlos begeistert. Und Lev Metsche, den Black Fizz, eine Rakete für diesen fantastischen Auftritt. Und an die Gewehre. Kommando 1, 2, 3, ab, hey! Kommando 1, 2, 3, ab, hey! Kommando 1, 2, 3, ab, hey! Den Black Fizz, dreifach von Hetze, Kölle! Black Fizz!
durchaus Lustige aus dem oft grauen Alltag in einer Karnevalsrede aufzubereiten, das ist eine ganz besondere Gabe. Wenn es dann auch noch charmant und authentisch vorgetragen wird, dann ist es schon ziemlich vorzüglich. Und wenn dabei auch noch herrlich getextete Musikstücke die Rede bereichern, tja dann, dann ist es wohl Martin Schobs. Schönes Bild hier. Hallo Mädels. Wie ist es? Das freut... Who is es? Ja, das ist schön. Das freut mich. Ja, ich freue mich, dass ich hier so nett empfangen werde und vor allem in so viele sympathische und aufmerksame Gesichter gucken darf. Denn das ist für mich außergewöhnlich. Ich gucke ansonsten eigentlich ziemlich oft in ziemlich mies gelaunte und wenig aufmerksame Gesichter. Hat einen relativ einfachen Grund. Ich bin Lehrer. Ja, ich weiß, es ist eigentlich kein Grund zu jammern. Ne? Ist auf der einen Seite ein total schöner Beruf. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Tage, da denke ich, Mann, Martin, hättest du doch was Vernünftiges gelernt. Denn dein Job als Deutschlehrer bei uns an der Schule ist genauso erfolgversprechend wie Ernährungsberater von Rainer Kallmund. Ne? Hast du keine Chance. Ich habe letztens zu meinen Schülern gesagt, ich glaube, würde Johann Wolfgang von Goethe heute leben, mal einen ganz kurzen Blick auf euch werfen, würde er nicht mehr schreiben, wer reitet so spät durch Nacht und Wind, das ist der Vater mit seinem Kind, sondern wer postet so spät von sich noch ein Selfie, das ist der Kevin, er liegt auf der Elfi. Aber natürlich sind die Schüler nicht alleine schuld an der ganzen Misere. Ich gebe es ja zu, der ein oder andere Lehrer trägt auch seinen Teil dazu bei. Wir sind bei uns mittlerweile so grob über den Daumen gepeilt, 50% Quereinsteiger. Alle total nett und bemüht. Ich habe aber das Gefühl, die wissen teilweise überhaupt nicht, was die da sollen. Es wurde bei uns ein neuer Mathelehrer gesucht und keiner der Bewerber hatte Mathe oder Lehramt studiert. Drei hatten immerhin in ihrer eigenen Schulzeit Mathe gehabt. Und die kamen dann zum Vorstellungsgespräch. Sagt der Rektor, nee, Freunde, bei aller Liebe, so geht das nicht, ja? Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob sie das Zeug dazu haben, um bei uns an der Schule Mathematik zu unterrichten. Machen wir erstmal einen Test, zählen Sie mal bis 10. Ja, sagt der Erste, kann ich. 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Ja, alle Zahlen dabei, aber können Sie die auch in der richtigen Reihenfolge? Sagt er, nee, tut mir leid, habe ich so gelernt. Ich habe vorher gearbeitet als Briefträger. Kann der Nächste reinfingen an zu zählen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, auch bei Ihnen alle Zahlen dabei, aber können Sie die in der richtigen Reihenfolge? Nö, tut mir leid, habe ich so gelernt. Ich habe vorher bei der NASA gearbeitet, zuständig für den Countdown. Kann der Dritte rein, sagt, für mich überhaupt kein Problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Job. Darf ich fragen, was Sie früher beruflich gemacht haben? Ja, ich war Verwaltungsangestellter bei der Stadt Köln. Ja, das ist ja super, da können Sie wahrscheinlich noch weiterzählen als bis 10. Sagt er, klar, Bube, Dame, König, Ass. Es gibt ja viele, viele Menschen, die machen sich Gedanken darum, wie sieht die Welt bei uns irgendwann mal in Zukunft aus. Ich habe mich jetzt auch seit 3 Jahren mit diesem Thema beschäftigt, stelle mir immer wieder die Frage, wie sieht die Welt bei uns wohl aus im Jahre 2040? Und das, was mir dieses Jahr dazu eingefallen ist, habe ich wieder in einem Krätzchen verarbeitet. Habe mir dafür eine schwarze Trauernase mitgebracht. Weil ich die Befürchtung habe, dass wenn man im Jahre 2040 um 20 Uhr die Tagesschau einschaltet, ausgestrahlt dann auf RTL 2, erfährt man von Nachrichtensprecherin Carmen Geiss. Klimaerwärmung trifft Narretei. Schull und Fedels züch us je Falle, hitzefrei. Der Meeresspiegel steigt rasant. Wir haben jetzt mehr Nordseestrand. Denn Holland is at af je soffe. Und England hättet auch je troffe. Ihr fragt euch, hättet Düsseldorf auch erwischt? Leider nicht. Bildungssystem totaler Driss. Man darf einem Schüler nicht mehr sagen, wie dämlich der ist. Es heißt nicht mehr, du weißt ja ja nichts, die Zeit ist vorbei. Das heißt jetzt toll,
Du hast von allen noch am meisten Speicherplatz frei. Mo seht auch nicht mi, du blieb sitzen wegen geistiger Blockaden. Sondern fein, Kevin, du wirst zum Recall eingeladen. Haben wir dadurch ein besseres PIS-Ergebnis gekriegt? Leider nicht. Florian und Helene haben Nachwuchs gekriegt. Doppelname Silberfisch. Kim Kardashian hat Prinz Charles einen Sohn geboren. Der Kleinsaurus, Arsch mit Ohren. Bei den Weselskis gab's im Kreißsaal Riesengezeter. Das Kind schrie bessere Bedingungen oder ich beweg mich keinen Millimeter. Hat es die Forderung durchgekriegt? Leider nicht. Carina hat sich von Dieter Bohlen getrennt. Er war im Bett kein Supertalent. Auch die Geissens ließen sich scheiden, das dachte ich nie. Robert wurde krank, Silikonallergie. Selbst Boris und Lilly sind nicht mehr ein Paar. In der Nachbarschaft zu viele Kinder mit Fussi im Haar. Hatten die Pens wenigstens Mutters Gesicht? Nach einem Political Correctness Test heißt St. Martin Sonne, Mond und Sterne fest. Der Name Schweinsteiger wurde aus Rücksicht zum Islam verbannt. Er wird jetzt neutral, Nutztierkletterer genannt. Selbst das Wort Weihnachtsbaum nimmt man nicht mehr in den Mund. Das heißt jetzt maximal beleuchtetes Nadelgehölz mit neutral religiösem Hintergrund. Doch zwei wird über Stunde ganze Klav. Kölle Allah. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Schöne Mädchen sitzen noch. Schöne Biber fassen Lord und tschüss zusammen. Versprochen, du hast mit deiner Art des Vortrages wieder restlos begeistert. Wir bedanken uns bei Martin Schubs mit einem Dreifach von Hetze. Kölle! Martin Schubs! Kölle! Dein Applaus! Zum nächsten Programmpunkt. Mädchen, könnt ihr noch? Jetzt ist wieder schöne kölsche Musik angesagt. Erst 2011 gegründet, gehört diese Kölsch-Rockband bereits zu den Besten. Hier sind sie nun, Casala!
Wäre das nicht cool, wenn man mehr als einmal leben könnte? Vielleicht 10-mal oder 100-mal oder 1000-mal. 1000 Level. Wenn ich 1000 Level hätte, könnte ich 1000-mal nicht von dir los. Ich hätte 1000 Level bei dir gelebt, mein alles Schade am Fluss. Denn hey, bin ich zu hoch. Hey. Könnte ich mein Level not level, würde ich nicht alles wieder tun. Ich würde mich weniger verbinden. Und wenn es Sturm könnt, blieb ich stark. Ich würd mir nicht den Kopf zerbrechen, hör mi Herz auch in der Not. Ja, ich würd zu viel anders machen, doch eins ist sicher wie der Du. Ja, wenn ich 1000 Level hätt, könnt ich 1000-mal nicht von dir los. Ich hätt 1000 Level bei dir gelebt, mein alles Schatz. Ja, wenn ich 1000 Level hätte, könnte ich 1000-mal nicht von dir los. Ich hätte 1000 Level bei dir gelebt, mein alles Staat am Fluss. Denn hey, bin ich zu hoch. Hey! Okay, Leif-Mädchen, ist vielleicht ein bisschen dreist, mit einer neuen Nummer hier hinzukommen in den Satori und euch zu fragen, würdet ihr mit uns zusammen singen? Der Text ist auch relativ einfach und wir singen es euch zweimal vor und dann könnt ihr das allein. Wow, hey, bin ich zu Hus, 1000 Level lang. Wow, hey, bin ich zu Hus, 1000 Level. Fantastische Session und einen schönen Abend. Und wir rufen aus, auf Casala, dreifach von Hetze, Kölle, Casala, ZDF, Madetjot, Kutjot, über die Restsession, wir sehen uns.
Mädchen, ihr seid wirklich der Wahnsinn. Und das zeigt mal wieder, mit dem zweiten sieht man besser. Ja, wir kommen auch schon zum nächsten Programmpunkt. Und da geht es um Tanzkurs. Sogenannte Tanzkurs, die haben in Köln eine lange Tradition. Doch längst zeigt diese Form der Darbietung nicht mehr nur noch Tanz, sondern vielmehr eingebettet in den Tanz Akrobatik auf höchstem Niveau. Wir haben heute eines der besten Tanzkurs der Stadt eingeladen. Erfreuen wir uns nun am Tanz seiner Tollität der Luftflotte. Wir wollen uns auch gar nicht lange am Boden aufhalten. Die Dujek steht wieder parat, um mit euch über die Grenzen unserer Heimatplaneten hinaus durchzustarten. Tanzkorps nimmt das Publikum mit von Bickendorf, ob dem Mond und wieder zurück. Schnall dich an. Kapellmeister Losjon.
Ausdauer, Körperbeherrschung, perfektes Timing, dazu der Wille zu unzähligen Trainingsstunden. All das bedarf es, um eine solch fantastische Leistung hier auf die Bühne zu bringen. Und all das zeichnet die Mitglieder des Tanzchors seiner Tollität der Luftflotte aus. Auf die Luftflotte ein dreifaches Kölle! Luftflotte! Festkomitee! Vielen Dank für euren Auftritt. Macht es gut, haltet durch, das Ende der Session naht. Schwestern, ihr seid wirklich der Knaller. Wie ihr hier mitmacht und mitgeht, es ist eine Stimmung herrlich. Aber jetzt brauchen wir wieder ein bisschen mehr Ruhe, denn unsere nächste Rednerin, die braucht ganz viel Aufmerksamkeit von uns. Sie spricht uns quasi aus der Seele. Oder soll ich sagen, aus vollem Leib und Seele? Naja, wie dem auch sei, sie versteht uns und wir fühlen mit ihr. Lehnt euch nun amüsiert zurück. Hier ist sie, Frau Kühne. Ja, Abend, Mädels. Hör mal, ich finde das irre, dass ihr schon so eine Stimmung habt. Super. Ich bin hier hingekommen, ich hatte richtig gute Laune. Kommt mir Martin Schops entgegen, begrüßt mich, sagt, Ingrid, grüß dich, dick bist du geworden. Hallo? Ist für eine Frau der Tag gelaufen, oder? Also, nee, so, also ich sag mal so, es ist jetzt so, das trägt ein bisschen auf. Also da müssen wir, machen wir kein Tuch drum. Ne? Ich hatte gestern auch noch so ein Erlebnis, ich stand vorm Spiegel. Boah, ich denke, muss er abnehmen? Also den Spiegel. Ja. Nein, nein, es ist wirklich so. Ne? Ich hatte letztes Jahr im Sommer hatte ich meinen Bikini in so einer alten Kiste wiedergefunden. Und da habe ich gedacht, Kind, du musst was tun, 10 Kilo müssen runter. Es läuft super, fehlen nur noch 13. Ja. Ja. Ich sage immer, als Frau, diese Diskussion, es gibt doch nichts Schlimmeres, dass wir in einer Gesellschaft leben müssen, wo der BMI wichtiger ist als der IQ. Hallo? So ein IQ, da kannst du nichts dran machen. Wenn du blöd bist, bist du blöd. Aber so ein BMI, ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Mein Mann war da immer mit dran. Ingrid, dein BMI. Ich dachte, das wäre eine Abkürzung für Bormann Ingrid. Ja, aber das heißt anders. Das heißt irgendwie Body muss in die Inventur oder sowas. Und das Beste ist, den kannst du ausrechnen. Da musst du rechnen, irgendwie Größe mal Gewicht geteilt durch Donnerstag oder sowas. Dann weißt du den und es ändert sich nichts. Ja, was soll ich denn dann ausrechnen?
Ich habe das einmal hab ich das gemacht, das war total witzig. Die Zahl, die da rauskam, war die gleiche wie meine IQ. Ja? Ah. Siehst du, ihr habt das verstanden, ich bin verdammt schlau. Das ist, nein, ich sage immer, als Frau hast du es eh schwer genug, wenn du früh morgens Mutterseelen allein im Badezimmer stehst und du fühlst dich beobachtet von so einer Waage, die da unten an der Erde liegt. Ich meine immer, diese zwei Nullen aus der 100, die starren mich an. Du hörst sie immer rufen, stell dich drauf, stell dich drauf, stell dich drauf. Und du bist noch nicht. Mit dem ersten Fuß in Richtung Waage, dann kommt mein Mann rein. Na, Schatz, was wiegst du? Ich sag, suchst du Streit oder was? Ja, sagt er, du kannst mir doch sagen, was du wiegst. Ich sag, ich kann doch lassen. Ach, sagt er, sag es doch. Ich sag, nein. Ach, sagt er, komm, nur die ersten drei Zahlen. Ja, wenn du mit sowas verheiratet bist, brauchst du keine Feinde mehr, ne? Weißt du, und das Schlimme ist, ich hatte mir jetzt extra so eine russische Waage gekauft. Hatte ich gelesen in der Brigitte. Russische Waagen isst man nicht so schwer. Da sagt mein Mann, wie kommst du drauf, dass das eine russische Waage ist? Ist das eine russische Waage? Steht die Firma doch drauf. Ich sag, Poweronov, ist das russisch? Sagt er, bist du bescheuert? Sagt er, das heißt Power, on, off. Nee, bei sowas bin ich rigoros, Fenster auf, Waage raus, Fenster zu, ne? Die andere Waage, die ich hatte, die stand ja auch schon seit Wochen in der Ecke. Ich hatte sie in der Ecke gestellt, ich sage, ich hole dich erst wieder raus, wenn du dich bei mir entschuldigt hast. Nein, weißt du, und dann steht mein Mann noch in der Ecke. Der steht immer noch da in der Tür rum. Ich sag, pass mal auf, mein Freund. Ich sag, dein Gegrinse. Ich sag, meinst du, ich soll jetzt eine Diät machen? Ich sag, ich mach keine Diät. Ich mach erst eine Diät, wenn mir mein Schal nicht mehr passt. Ja. Nein, weißt du, und dann steht der da und guckt einfach nur. Ich sag, pass mal auf, mein Freund. Ich sag, weißt du, was mir nicht passt? Sagt er, weiß ich, sagt er, Kleidergröße 36. Hör mal, geht gar nicht. Ich meine, das ist jetzt noch harmlos im Vergleich dazu, wenn du mit einem Mann im Auto sitzt. Kennt ihr das, wenn du im Auto sitzt als Frau und willst Auto fahren und dein Mann sitzt neben dir? Du meinst, du hast es verlernt. Und wenn du es nicht meinst, sagt er dir. Meiner saß letztens neben mir und sagt zu mir, sag mal, warst du eigentlich in der Fahrschule? Ich sag, pö, ist ja länger als du. Ja. Nein, und Männer sind im Auto ticken anders. Männer gucken auch immer so. Weißt du, du bist mit denen am Erzählen und mittendrin sagt ein Mann, hast du gesehen, Sprit 1,11. Hör mal, das gibt gar nicht. Du fährst 800 Kilometer in den Urlaub. Du machst Urlaub, du steigst aus, Berchtesgaden, Bergwelt. Du guckst und sagst, mein Gott, ist das hier schön. Schön, sagt, hast du gesehen, Sprit 1,17. So sind Männer. Ich sag immer, auch beim Tanken, die wissen das immer alles besser. Wir Frauen, wenn wir tanken müssen. Wir gehen nicht gerne tanken, das ist so. Das hält auf. Wir haben ja auch immer 30 andere Baustellen noch. Nein, aber du fährst als Frau auf so eine Tankstelle und dich beschäftigt nur ein Gedanken. Auf welcher Seite war die Klappe? Hör mal, dann halten wir an so einer Zapfsäule. Wenn die Säule noch unseren Sprit hat, da freuen wir uns. Dann steigen wir aus. Also wenn es geht. Oft ist ja so, dass du mit der Tür dann vor die Säule haust. Ja, das passiert. Mein Mann sagt letztens, was machst du denn dann? Ja, ich sage, fahre ich 2 Meter vor.
Herr Sitte, das ist teuer. Da geht der Anlasser kaputt. Das ist teuer. Ja, ich sag teuer, teuer. Sag, meinst du, das ist billiger, wenn ich 30 Mal die Tür vor die Säule hau? Nein, aber wie gesagt, und dann steigen wir aus. Da machen wir diese Klappe auf von dem Auto, holen den Zapfschlauch, diesen Rüssel, tun den dann rein. Und in dem Moment vorne an diesem Rüssel, da ist so ein kleines Schnüppchen dran. Und das Schnüppchen machen wir fest, dann läuft der Sprit von ganz alleine aus der Säule in das Auto. In der Zeit können wir schnell zwei WhatsApp schreiben, eben Mama anrufen, eben schnell eine rauchen. Und ja, und in der Zeit, dann sagt irgendwann dieses Schnüppchen-Set Klack. Klack heißt fertig. Ja, dann nehmen wir den Rüssel raus, hängen den ein, dann gehen wir in die Tankstelle rein. Da sagen wir, ich hatte die Säulenummer, der blaue da. Ja, ich sag immer, wofür soll ich mir die Nummer merken? Da arbeitet eine intelligente Frau, die weiß die Nummer. Ein Mann ist anders. Ein Mann, wenn der auf eine Tankstelle kommt, der weiß, wo die Klappe ist. Der weiß, wo der halten muss, wo es seinen Sprit gibt. Und der weiß die Nummer. Gut, der weiß jetzt nicht, wann er Hochzeitstag hat. Aber ja, man kann nicht alles im Leben behalten. Und ich sage immer, Männer tanken auch ganz anders. Die machen auch die Klappe auf, der Rüssel raus, da rein. Die machen auch dieses Schnüppchen fest. Aber dann stehen Männer und gucken. Und gucken. Gucken einfach, wie der Sprit wirklich aus der Säule durch den Schlauch in das Auto läuft, obwohl der Schlauch gar nicht durchsichtig ist. Und dann stehen die immer noch und gucken und gucken. Und irgendwann macht dieses Schnüppchen, das geht ja auch bei Männern, dann macht dieses Schnüppchen Klack. Klack heißt fertig. Nicht bei Männern. Männer gehen dann um diese Säule rum. Dann geht die Hand an der Rüssel da und dann wut, 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 wut. Warum? Hör mal, Männer tanken immer auf glatte Summe. Warum? Letztens steht einer vor mir an der Kasse. Da sieht die Kassiererin auch. 60 Euro. Ich sag, Kollege, ich sag, du hast jetzt wieder auf glatte Summe getankt. Warum? Ha, sagt er, ich kann das fiese Kleingeld nicht leiden. Ich sag, du hast mit Karte bezahlt. Ich hab das in einer Sitzung gehabt, da sitzt ein Mann in der ersten Reihe. Der sagte, ich sage dir warum. Ich sag, Sarret, sagt er, das sind Glücksgefühle. Ich sag, musst du ein scheiß Leben haben, ehrlich. Ja, nein, aber wie gesagt, wenn Männer dann tanken, ich warte mal da drauf, 50 Euro, die ziehen diesen Rüssel raus und sagen, Strike. Vergesst es. Machen Männer nicht. Weil Männer ziehen diesen Rüssel nur ein Stückchen zurück und dann schütteln sie ab. Achtet drauf. Ehrlich, achtet drauf, die schütteln ab. Aber auch da, ich weiß es nicht warum. Es kann sein, um die letzten drei Tropfen da im Schlauch, ne? Ich meine, es kann auch Gewohnheit sein. Ich weiß es nicht. Nein. Nein, ich sage immer, das ist ja tanken und sowas mit Männern. Ne? Ich sage immer, ich freue mich immer, wenn wir abends zusammen mal Fernsehen gucken, mein Mann und ich. Das ist immer schön, wenn wir dann auf der Couch sitzen. Ich sage, was ich gucken will.
Er sagt, was geguckt wird. Und 10 Minuten später auf der Fernbedienung einschläft. Ist immer super. Weißt du, und irgendwann sagst du als Frau, weil wir arbeiten ja den ganzen Tag, ne? Wir sagen dann so, ich bin müde, ich gehe jetzt schlafen. Da sagen Männer immer, ich guck noch was. Ich sag, was denn? Ja, ich, was? Ja, ich sag dann, guck mal noch was. Da stehst du als Frau auf, legst die Decke zusammen. Meinen Männer auch immer, das macht die Decke nachts alleine. Ne? Dann kommen wir in die Küche, dann stellt meiner stellt immer den Teller auf die Spülmaschine. Ja, alle gleiche Schicksal hier, ne? Hab ich ihm auch erklärt. Ich sag, du brauchst das nicht draufstellen. Ich sag, komm gar kein Wasser hin. Ne? Ja, Dann gehst du als Frau noch schnell in den Keller, machst du die Wäsche, dann gehst du nach oben, weil jetzt willst du schlafen und in der Zwischenzeit hat dein Mann dich überholt und liegt schon und schläft. Ja. Und dann musst du ja jetzt in das Schlafzimmer rein, aber leise. Weil wir Frauen sind manchmal froh, wenn du reinkommst ins Schlafzimmer und dass der schon schläft. Ja. Ja, ja. Und ich meine immer, ich ziehe mich dann immer auf der Flur um, Nachthemd drüber, das liegt sowieso über der Flur, über der Geländer, und dann gehst du leise in das Schlafzimmer. Und mit einem Zeh findest du den Bettpfosten. Ich meine immer, wenn mein Mann sich hinlegt, schiebt er das Bett mit den Knien einen Meter rüber. Ja, und das Schlimme ist, dann liegst du im Bett, und du kannst nicht schlafen, weil dein Fuß puckert. Und neben dir liegt jemand und er atmet. Ja, ich sage immer, atmen muss er, aber wie? Männer atmen aggressiv, finde ich. Ja, meiner liegt immer so auf der Seite. Und da hat er hier seine Tasche. Und da sammelt sich das so. Was der so wegatmet. Ja, und Männer atmen immer so 6, 7 Mal so. Und beim 7. Mal machen Männer dann immer. Mann. Mädels. Ich sage euch doch nichts Neues. Nein, nein, und das ist ja so, die sind auf 7-mal getaktet. Jetzt gibt es aber Tage, da ist das nach 5-mal schon voll. Ja, da geht auch schon mal so eine Rutsche in den Kopfkissen, das passiert. War vorgestern im dänischen Bettenlager, da sagt die zu mir, Achtung, ich sage, was? Sagt sie, Achtung, Hausstaubmilben auch in ihrem Kissen. Ich sag, erzähl doch keinen Quatsch, ich sag, bei uns sind die alle ertrunken. Aber ich sag immer, es gibt nur eins, was schlimmer ist, ist, wenn der Mann nach Hause kommt und du liegst im Bett und schläfst. Ne? Männer kommen dann ja nach Hause, dann hatten die so 1, 2 Bier pro Minute. Und dann fängt meiner an, dann sucht der Lichtschalter. Ich sage immer, der wandert doch nicht. Und dann haben Männer immer nasse und schwitzige, dreckige Hände. Und dann sucht er immer um den ganzen Schalter. Da ist es schmoddelig, ist es da. Letzte Woche hat der Karl-Heinz, ein Freund von meinem Mann, der hatte das, war witzig, der hatte unten die Küche weiß gestrichen. Hab ich gedacht, Mensch, könnte ja oben mal eben neben der Schalter eine Runde. Ich sag, Karl-Heinz, wenn du gleich fertig bist,
Ich sage, gehst du eben mit mir nach oben ins Schlafzimmer, da zeige ich dir mal, wo der Ralf immer nachts hinpackt. Ja, ich habe den Karl-Heinz nicht mehr gesehen. Aber nein, ich finde, Männer kommen dann rein, dann machen die Paff, Stadionatmosphäre, Flutlicht, alles hell. Und dann stellen die sich vor den Schrank, sichern mit der einen Hand ihren Stand ab. Wichtig, immer an der Schrank, wo der Spiegel ist, ne? Kennen wir alles, ne? Und dann stehen die vor der Spiegel und mit der einen Hand geht das an die Buchs. Und dann kommt dieser Foxtrott Vierfachschritt, dieses nicht umfallen. Ne? Ja, das ist Absicherung auf ganzer Linie. Die Hand und dann Lauf. So, und dann geht das an den Gürtel. Wenn die den Gürtel los haben, der Knopf. Und wenn die den Knopf los haben, geht das rutsch, der Reißverschluss. Und dann stehen Männer und hüppen. Ja, da hüppen die, dass die Buchs nach unten fällt. Immer noch mit der Absicherung, war es ganz wichtig. Und dann kommt das Schwierigste. Da müssen die mit das rechte Bein über das linke auf die Hose treten und mit dem linken hinten aus die Buchse raus. Ja. Ich bin so froh, dass er sich da noch nicht das Genick gebrochen hat, ehrlich. Nein, und der Hammer ist ja dann, wenn die aus die Buchse raus sind, dann gucken die so komisch nach unten. Weil dann sehen die Socken. Weißt du, da hörst du förmlich arbeiten, wie komme ich da dran? Aber runter geht nicht, also muss der Socken hoch. Das, ja, weißt du, und dann stehen die immer so, weißt du, so, abgesichert und dann immer den Fuß so quer rüber. Wenn die Hand aber nach der Socken geht, dann fallen die immer wieder um. Ne, immer wieder zack, 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 immer wieder. Oh, nee, Entschuldigung, Armlänge, Entschuldigung. Nee, nee. Entschuldigung. Also. Nein, aber, ja, sonst bin ich wieder schuld. Und dann, hier, wie gesagt, da hast du dann so eine Mauer und an die Mauer finden die halt. Und dann können die mit die Hand dahin und die. Also eine Socke. Weißt du, und wenn der die aus hat, dann guckt der so rüber und denkt, eine Socke reicht. Ja, und dann lässt er sich fallen, bums in ein Bett und dann liegt er. Und dann gibt es zwei Varianten. Variante 1, der schläft sofort. Dann kannst du die Lichter ausmachen, Türen zu, alles kannst du dann machen. Wenn der jetzt nicht sofort schläft, ja gut, dann atmet der erst wieder komisch, aber dann macht er erst den Fuße raus zum Bremsen. Den stellt er an die Erd. Und dann irgendwann tippt er mich an. Ingrid, hör doch mal, Ingrid, hallo. Und du musst ja die ganze Zeit so tun, als ob du schläfst. Ja, aber irgendwann kannst du nicht mehr und dann bist du genervt und dann sagst du, ja. Da sagt er, Gott sei Dank, kannst du auch nicht schlafen. Vorstellen, ich habe jetzt drei so Nächte hinter mir, ich gehe um Zahnfleisch. Deshalb sage ich euch, meine Zeit ist jetzt um. Ihr wart ein super tolles Publikum. Ich verschwinde jetzt hier von der Bühne und wünsche euch einen schönen Abend noch. Der Frau Kühne! Lasst uns ausrufen, auf Frau Kühne! Liebe Ingrid, ich darf dir auch als Trostpflaster für all deine Erfahrungen diesen Festkomitee-Orden überreichen. Als einzige weibliche Rednerin freue ich mich natürlich ganz besonders, dass du heute bei uns warst. Und das ist dein Applaus.
Damenpublikum, Sie sind seit Jahren nicht mehr aus dem Kölner Karneval wegzudenken. Seit Jahren begeistern Sie Ihr Publikum immer wieder mit schönen neuen kölschen Liedern. Hier und jetzt auf dieser Bühne, der Räuber! Das, was ihr hier macht, das ist Heimat. Das ist Heimat. Das ist Heimat. Das ist Köln. Ruhr und Wind zwischen Neumarkt, Dom und Heimat haben wir Kölsche et Bad. Und der Dom sin Glocke schlägt, wo im Wind die Fahne weht. Brut und Wies, das haben wir jetzt. Wo die Milche Kölsch verstand, fick die Sprach nie ungejohn. Das Gefühl, wenn ich an Köln denk, Christen lädt die Schenk. Das ist Heimat, das ist Heimat, das ist Heimat, Heimat, haben wir Kölsche. Das ist was dich ehen macht. Bis uns Trümmer aufgebaut und mein Schleck hat er versaut. Doch den Ziel, die Tradition ist für ewig Dinge tun. Du bist Köln und eins ist hier bis. Du bist ein Paradies. Das ist Heimat.
Komm, Mädels, sing es einmal für uns. Das ist Heimat. Zuschauer zu Hause, wenn wir Kölner von einer Typenrede sprechen, dann meinen wir eigentlich einen Redner, der als Type in eine gewisse Rolle schlüpft. Tja, unser nächster Redner, der wagt sogar einen regelrechten Rollentausch. Das bisschen Haushalt ist doch kein Problem, sagt der Mann, der jetzt kommt. Begrüßen wir zusammen, ne Hausmann! Abend zusammen! Abend zusammen! Der Hausmann grüßt die schönsten Frauen Deutschlands. Ja, darum heißt ja auch ZDF zauberhaft, diese Frauen. Und ihr braucht dafür ja nichts zu tun. Ihr seid von Natur aus schön. Das können wir Männer nicht erreichen. Ich war jetzt das erste Mal bei einem Schönheitschirurgen.
Der war eigentlich also Frauenarzt. Ich war der einzige Mann. Da sagt eine Frau, was machen Sie hier? Ich sage, ich komme wie in meinem schönen Gesicht. Sagt sie, hätten Sie es nur mitgebracht. Sagt die Sprechstundenhilfe, möchten Sie Botox? Nee, sag ich, da kriege ich Sodbrennen von. Und eine Frau guckte mir eine halbe Stunde an und sagte, dann haben Sie die Gebärmutter noch. Ich sag, ja, die wartet im Auto. Ihr Frauen seid von Natur aus schön, wir Männer müssen mehr dafür tun. Das merkt man zum Beispiel, selbst wenn wir Männer als erstes aufstehen, kommen wir nie als erstes ins Badezimmer. Ihr braucht am längsten, obwohl ihr eigentlich ja nicht so lang brauchen würdet. Ihr tut etwas, das wir Männer nie verstehen werden, schminken. Früher war das ja einfach. Meine Mutter und meine Oma hatten eine Dose Nivea und eine Dose Penaten. So musste früher Kosmetik sein, von vorn und von hinten fein. Eigentlich. Ja, wir müssen uns so einigen. Erster Witz und der Tusch und dann klatschen oder an? Ja, das ist unterschiedlich, ne? Je nachdem, wo man auftritt. Ich bin jetzt mal in Westfalen auf, die lachen auch. Da war ich schon eine Stunde im Bus, ne? Ihr seid eigentlich schon zu intelligent für die Rede. Für die Stimmung sind Dövere besser. Und es müsste eigentlich nicht Penaten, sondern Ponaten heißen. Aber das ist kein Make-up für Arschgesichter. Und wenn wir Männer dann aufstehen, das kennt ihr ja, wir Männer denken, echte Schönheit kommt von innen. Aber wenn man abends innen was viel hatte, da ziehst du morgens außen. Und dann kommt der nächste Schreck, wenn du auf die Ware trittst. 103 Kilo. Jetzt haben wir extra eine Genitalware. Jetzt ist es immer noch zu viel. Schatz, ich esse heute Morgen nur einen Apfel. Ich hab dir aber schon ein Brötchen mit Schinken und ein Ei gemacht. Ja, nach dem Frühstück. Und ich meine, heute ist Schminken ja eine richtige Wissenschaft geworden. Ich habe mich damit beschäftigt. Setting Sprays zum Fixieren des nach dem Tauchgang erhaltenen Make-ups. Foundations zur Abdeckung der Poren und zur Erhaltung der Hauttransparenz. Neutralizer und Camouflages gegen Falten und Augenringe. Und jede Menge Pinsel. Wer hat denn hier so einen Anstreicher zu Hause? Der war neidisch. Wir Männer haben ein anderes Verhältnis zur Schönheit und vor allen Dingen zur Kleidung. Für euch Frauen ist Shoppen ein Hobby. Für uns Männer höchstens früh shoppen. Ihr nehmt uns zwar mit, aber dann müssen wir Portemonnaie abheben oder EC-Karte und werden vorne geparkt. Ihr lügt dann und sagt, dauert nicht lange. Und dann sitzen wir Männer da, da stehen so Keutsche. Ja, was ist denn die Mehrzahl von Couch? Ein Couch und noch ein Couch. Couch und Bänke, das sind so Büßerbänkchen. Da sitzen alle drauf, die nicht mitgehen dürfen. Steht da drüber, H&M, Hunde und Männer. Und wir Männer sitzen dann da mit so einer hängenden mit einem traurigen Gesichtsausdruck. Und du hörst doch die Gespräche, was war das Längste, was du gewartet hast? Eine Stunde auf einen Faltenrock. Und du 2 Stunden auf einen Hosenanzug. Und sie eine Frühjahrskollektion in Düsseldorf. Ja, aber wie lange? Das ist doch nicht zu Ende, das ist meine zweite Frau. Wir Männer haben ein anderes Verhältnis zur Kleidung. Wir sind ja heute hier unter uns Frauen.
Da kann ich ja die Wahrheit sagen. Ich meine, einige Männer sind modebewusst und verstehen was von Farbkombinationen, aber die meisten doch nicht. Viele von uns Männern kriegen die Sachen rausgelegt. Es ist nur schön, dass ihr Frauen dann nie drüber sprecht, vor allem wenn ihr unter euch seid. Musste deinem Mann noch alles rauslehen. Ja, sonst zieht er sich an wie ein Zirkuspferd. Dabei ist das nur, wir Männer haben ein anderes Verhältnis zur Kleidung. Wir hängen an Hosen. Das kennt ihr ja alle, wenn wir Männer sagen, Schatz, kann ich die Korthose hier noch anziehen? Nun zieh die Hose aus, da ist doch ja kein Kort mehr dran. Und dann kommt der klassische Satz, das ist nur noch was für hier rum. Das ist nur noch was für in der Yachten. Das stimmt, der Kohlrabi, ist egal, ob da Koch dran ist oder nicht. Wir Männer haben ein anderes Verhältnis zur Kleidung. Wir sagen, die Hose habe ich gekriegt, als Deutschland Weltmeister wurde. Ja, 54. Da war auch das Gras noch grün. Denn das gilt so ja für die Unterwäsche. Zieh die Unterhose aus, das ist nur noch was für das Fahrrad. Ja, früher konnte man mit einer Unterhose ein ganzes Rad putzen. Heute mit einem Tanga noch nicht mal die Klingel. Wobei, Tanga ist ein empfindliches Thema. Ich habe zu meiner Frau gesagt, hören, du hast doch früher immer einen Tanga angehabt. Einen String, da war mehr Pep drin. Sagt sie, den habe ich immer noch an, du findest ihn nicht mehr. Und es sind jetzt zwei Strings eingelaufen. Ich sage, das macht nichts, da machen wir Schuhriemen draus. Das merkt sowieso keiner. Ich komme in die Firma, kommt ein Kollege, guckt auf die Schuhe und sagt, die Schuhriemen sehen aus wie durch den Arsch gezogen. Ja, wir haben im Rheinland so eine eigene Sprache. Wir sprechen ja auch immer, als wenn wir die Körperteile neu bekämen. Meine Schwägerin sagte vorige Woche, ich kriege am Donnerstag die Füße gemacht. Ich sage, da brauchst du ja nicht mehr auf die Hände zu gehen. Und das Beste war, meine Schwiegermutter, die sagte, ich kriege am Samstag den Kopf gemacht. Ich sage, das wusste ich immer, dass das ein Provisorium war. Und am meisten unterhält man sich, wenn man mit den Hunden spazieren geht. Der Hundebesitzer, was ist das denn für einer? Wie heißt der? Das ist der Hektor. Warum heißt er denn so? Ja, weil er an der Hecke und ein Tor pinkelt. Da müsste unserer Couchtisch heißen. Aber mit so einem Hund muss man gehen, das ist viel Arbeit. Ja, mein Mann geht immer damit, seitdem er Rentner ist. Dann kommen sie zurück, dann hat er die Zunge aus dem Hals hängen und wedelt mit dem Schwanz. Ja, so ist mein Mann auch, seitdem er Rentner ist. Ist er denn noch schon in der Hundeschule? Ja, im dritten Schuljahr. Aber der Lehrer hat gesagt, sitz, da ist er sitzen geblieben. Und was kann er schon? Er kann schon Gassi gehen, das war ein Haufen Arbeit. Und Stöckchen holen. Ja, kann er das schon? Ja, das kann er schon. Das muss jetzt nur noch der Hund lernen. Das ist auch noch nicht durch, Markus, oder? Ja, ne? Nicht so klein. Der Unsere kann das, der Eure nicht. Da hört er die Sprache der Hündebesitzer. Der Unsere, der Eure, der Meine, der Seine. Typisch für Hündebesitzer ist die Substantivierung des Possessivpronomens. Das ist nichts Fieses. Ne, der Unsere kann das, aber der liegt immer zwischen uns. Das ist unser Manko. Ich denke, der heißt Hasso. Ja, der heißt Hasso, aber das dazwischen uns liegt, das ist unser Manko. Sag, warum schnarchte?
Nee, das nicht, aber gestern wurden wir wach, hatte mein Mann einen Jummiknochen im Mund und der Hund las im Kicker. Und so haben die Zeiten sich verändert. Heute redet man ja kaum noch miteinander, man schickt sich SMS. Selbst wenn du direkt nebeneinander sitzt, Computergeneration. Selbst wenn du nebeneinander sitzt, schickst du dir eine SMS, ILD, ich liebe dich. Und dann zurück FDP, vermisst dich voll. Und ich hatte ja vom Computer ja keine Ahnung. Als ich das erste Mal mit der Maus gearbeitet habe, habe ich eine Katze weggesperrt. Aber inzwischen kenne ich das. Ich kann noch Tricks damit machen. Ich lasse dann das CD-Laufwerk auffahren, lege eine Scheibe Schinkenwurst rein, fahre wieder zu, ruf meine Frau, wenn das auffährt, und sag, guck mal, da eine E-Mail vom Metzger. Doch euch brauche ich keine E-Mail zu schreiben, ihr seid mittendrin im närrischen Treiben. Und ich war als Hausmann dabei, ganz brav, ich sage euch danke und Kölle, Allah, Dankeschön. Hausmann, das war fantastisch. Du hast mal wieder überzeugt mit bester Hausmannskost. Der Hausmann Jürgen Beckers. Und wir rufen aus auf unseren Hausmann, der einzige, the one and only hier im Saal, der einzige, der für seine Männer das hier aufrechterhält. Wir rufen auf den Jürgen Beckers ein dreifaches Kölle. Jürgen Beckers. Mann. Mädchen hier im Saal, erheben Sie sich bitte von den Plätzen. Liebe Zuschauer zu Hause, jetzt wird es feierlich. Wir empfangen nun die Regenten des Kölner Karnevals, das Aushängeschild des Festkomitees Kölner Karneval und das in einer nie dagewesenen Art und Weise. Zum allerersten Mal gemeinsam auf einer Bühne das Kölner Dreigestirn mit dem Kölner Kinderdreigestirn. Ich bitte um den Einmarsch. Das Dreigestirn im Doppelpack mit einem dreifachen Kölle. Dreigestirn. ZDF. Ja, ich freue mich ganz besonders, Sie im Doppelpack hier zu haben und getreu des Mottos, ma stelle alles ob der Kopf,
beginne ich bei der Vorstellung mit unserem Kinderprinzen. Ich bin schon ganz verliebt in ihn. Prinz Louis, Louis Flock. Ein richtiger kölscher Staatser Prinz. Das ist der Prinz Thomas, Thomas Elster. Und so ein Dreigestirn braucht natürlich auch einen Staatsenbuhr. Und hier gleich im Doppelpack vertreten. Bei den Pens ist das der Bauer Jannis, Jannis Kölschbach. Und bei den großen Bauern, da ist das der Bauer Anton, Ulrich Anton Maslak. Kommen wir zum Schönsten, was das Dreigestirn zu bieten hat. Und das ist bei den Pens ein richtiges Mädchen, eine Zuckersüße, die Fenja, Jungfrau Fenja Zitzelsberger. Und eine große Jungfrau haben wir auch dabei, Jungfrau Johanna Jörg-Herzner. Das Dreigestirn im Doppelpack hier auf dieser Bühne. Einen Riesenapplaus dafür. Ich freue mich, nun das Wort unseren Regenten zu übergeben. Sprecht zu eurem närrischen Volk. Moin zusammen, hier sind wir, eure zwei Kölner Dreigestirne 2016. Ja, wir haben jetzt vier Tage zusammen hinter uns. Das große Dreistehen hat ungefähr 50 Auftritte gehabt bis jetzt. Wir sind klatschnass, die Schweiß auf uns, aber es macht Spaß ohne Eng. Es gibt Mädchensitzungen, heute hatten wir 5 Mädchensitzungen. Wir hatten kleine Veranstaltungen in Kirche und Altenheimen. Das sind eigentlich die schönsten. Einfach immer schön ist es, wenn wir jetzt mit der Drehe zu tun haben. Und für uns der schönste Moment war im Kölner Dom, als sie dem Kardinal Wölki das Logo vom Kölner Karneval überjoven haben. Und der Kardinal sieht, der wusste nicht, dass da ein Salamander war da drauf. Da ist so ein grüner Frosch drauf. Und da sind die drei abgesprungen und gerufen, da ist doch der Jekko. Und genauso muss das sein. Und Kölsche Schnüss steht niemals still und sieht immer, was sie will. Und wenn der Kardinal nicht recht hat, hat er das genau richtig gemacht, auch wenn er im Kölner Dom war. Ja, der Wahrheit muss er nicht lesen. Das war eine Jacke, war keine Frosch, ne?
So, Buhr, heißt der zu sagen? Ja, Mädels, ganz unplanmäßig. Ich freue mich, mit meinen beiden großen Freunden und unseren drei kleinen Freunden hier zu sein. Ich würde sagen, wir legen jetzt mal los und rocken ein bisschen den Saal. Ja, und ich würde mal sagen, ich glaube, die Kinder fangen jetzt an, ne? So, hier. Jetzt halte ich fest und passt gut auf, denn mir Pensch stelle Jans Kölle ob de Kopf. Mir hannat sagen, die Großen jetzt frei. So Pens wie mir sind immer jo Trupp und stelle mit ich jetzt alles ob de Kopf. Und das wollen wir jetzt zusammen machen mit einem Lied, was der liebe Mickey Brüns hier gemacht hat. Musik bitte ab! Alles in. Der Ring läuft jetzt so ruck und alles wird verdreht. Er küsst doch nur den Arm, so wie man Kölle sieht. Wir drehen es richtig um und stellen Kölle ganz auf den Kopf. Denn zu vieren ist nicht schwer, wie bei uns im Faseleer. Kommt von dieses Junge ist viel zu kurz, ihm noch mehr zu verzählen. Dreimal Kölle! Ja. Festkomitee! Ja. Kölle! Ja. Was für ein Moment! Wirklich ein fantastischer Auftritt! Drei Gestehen im Doppelpack. Sowas gibt es doch nie. Aber hier auf unserer ZDF-Bühne hatten wir sie gemeinsam und das war ein toller Moment. Hoffentlich sind in 4 Tagen super tolles Wetter beim Rosenmontag. Wir sehen uns wieder. Musik.
Leave-Match, ihr steht schon wieder, das heißt was Gutes. Bei der nächsten Band kann man getrost von einem Klassiker im Kölner Karneval sprechen. Unzählige ihrer Lieder werden nicht nur innerhalb der Session von jeder und jedem hier gesungen. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass Sie heute hier sind. Freuen wir uns auf De Pavaya! Liebe Fernsehzuschauer, liebe Mädels im Saal, jetzt kommt unser neues Lied! Wenn ich auf das Orbitzheimer Russion laufen mir die Mädchen hinterher. Ich kann doch nicht dafür, dass ich so aussehe. Eine Mischung aus George Clooney und dem Bär. Ein Tag und Nacht für dich die große Liebe. Sag mal, Liebe, immer nur das eine. Ich bin anders als die anderen. Ich will doch so viel mehr. Lief Marie, ich bin kein Mann für einen Nacht. Lief Marie, das habe schon versprochen, doch beim Frühstück saß ich dann allein. Wie oft hat sie mir ein Herz gebrochen, viel zu oft bin ich trocken. Mein Körper ist mir dafür viel zu schade, nein, ich lasse mich nicht mehr benutzen. Kann sie nicht mehr hören, diese Frage, ja mal zu dir oder zu mir. Lief Das habe ich noch nie gemacht.
Liv Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht. Stimmt. Liv Marie, das habe ich noch nie gemacht. Stimmt auch. Liv Marie, es muss die wahre Liebe sein. Toll seid ihr. Für eine Nacht bleib ich lieber. Ihr schönsten aller Frauen, nehmt die Hände nach oben und singt. Liv Marie, auf geht's. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Liv Marie, das habe ich noch nie gemacht. Liv Marie, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Mädels, sing mit uns! La 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 Thank you.